Guten Morgen und willkommen zu einer weiteren Folge Morgendenken. Liebe Leute, wir sind gerade dabei, ein Ein-Chunk-Hotel zu bauen. Das bedeutet, wir haben nur eine Fläche von 16 mal 16 Blöcken und 64 in der Höhe. Ab dann kommt schon der normale Boden und hier wollen wir ein eigenes Hotel einbauen. Im letzten Part haben wir angefangen, zwei Türen zu bauen und einen Keykartensensor zu bauen. Der Keykartensensor hat schon mal folgende Möglichkeit. Und zwar haben wir eine Keykarte, Zimmer 1. Wenn wir die jetzt hier reinwerfen, passiert nichts. Wenn wir die Keykarte jetzt hier reinlegen, sehen wir, wie die Keykarte einmal hier wieder ausgespuckt hinter der Tür. Das heißt, wir bekommen ein Stromsignal. Dieses Stromsignal soll jetzt allerdings auch noch die Tür öffnen. Und das macht die ganze Sache ein wenig komplizierter. Ich habe aber schon eine ganz interessante Lösung, wie wir das machen können, dass die Tür öffnet. Und zwar setzen wir hier einen Kolben hin. Einmal da und einmal da. Und das ist schon doof. Ja, das ist jetzt schon doof, das ist schon doof. Schade, Banane, das ist, fing gerade gut an. Jetzt ist der Aufzug-Rufen-Button im Weg. Ach, da müssen wir uns eine andere Lösung überlegen. Wir müssen jetzt irgendwie ein Stromsignal hier hinbekommen, um die Tür zu öffnen. Von unten können wir die Tür leider nicht öffnen, von der Seite auch nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir da haben, ist, die Tür von oben zu öffnen. Ich sollte mir mal ein bisschen Gedanken wegen des Designs auch machen, des Hotels. Machen wir ganz kurz hier ein relativ einfaches Design für den Hotelbereich. Wir werden mit verschiedenen Holztönen arbeiten und auch ein bisschen mit diesem Stein hier arbeiten. So. Dann können wir ungefähr uns schon mal überlegen, wo was hinkommt. Ihr seht, die Zimmer werden später von vorne, werden beide gleich sein und werden, also es gibt auch nur eine Zimmerklasse in diesem Hotel, also wir können nicht noch mehr anbieten als Luxus oder so. Wir werden schon ordentliche Zimmer bauen, aber ihr seht, die Zimmer sind später gleich und gespiegelt. Das ist einer der Tricks, die wir hier nutzen. So, dazu haben wir jetzt hier diesen Flurbereich. Hier wird noch wieder später was hinkommen. Ich denke daran, ob man vielleicht irgendwie eine Treppe oder irgendwie eine Minibar oder was in diese Richtung hier hinbaut. Das ist so noch eine große Frage von mir, was wir da hinbauen. Ich könnte mir gut eine Minibar vorstellen, dass man hier eine Minibar hinsetzt, dass auf dem Flur die Minibar ist. Flur wird später auch Teppich bekommen. Dann kriegen wir zumindest die Technik hier versteckt. Deshalb brauchen wir einmal kurz hier ein Schild und hier ein Schild, damit alles am Ende passt. So, trotzdem ist nach wie vor unser Problemchen, wie wir die Tür öffnen. Das ist immer noch nicht gelöst. Aber da machen wir es anders. Wir machen jetzt hier zwei Blöcke hin und setzen einmal hier einen Kolben hin und da einen Kolben hin. So, diese Kolben bewegen später das Wandmaterial nach oben. Jetzt nur mal gucken, wie ich das Wandmaterial auch designe. Das ist auch eine echt spannende Frage. Darf ja auch nicht doof aussehen am Ende. So, ich habe das jetzt mal so gemacht. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Das Design müssen wir später nochmal eh ändern. Also Design macht mich blablabla. Design bin jetzt noch nicht glücklich mit. Also kommt noch. So. Hier oben sind Redstone-Blöcke. Also, nee, stopp. Irgendwie auf dem Zimmer sind Redstone-Blöcke drauf. Da und da. Und die blockieren zwei von denen hier. Genau, bis dahin schon mal ganz gut. Nee, noch nicht so gut. Erstmal prüfen wir mal ganz kurz, wie wir das Licht technisch hier machen in dem Flur. Ich finde, Seelaternen sollten auf jeden Fall zur Beleuchtung da sein. Okay. Ja, sieht schon mal nett aus. Und dann sollte der obere Teil vielleicht ein wenig abgedeckt sein. Auch das können wir ganz kurz machen. Ich würde dann hier erstmal Slabs nehmen. Haben wir so zwei Höhen in der Decke, dann sieht das Ganze schon mal netter aus. Und da ist jetzt auch der ganze Teil beleuchtet, hier der Flur. Schön, da ist der Fahrstuhl. Wir können den Knopf nicht an diese Seite machen, weil sonst würde sich die Tür ja öffnen, jedes Mal, wenn man den Fahrstuhl ruft. Das wird auf jeden Fall auch nochmal anspruchsvoll. Gut. Jetzt haben wir auch schon hier die Eingänge ins Zimmer. Muss mir die Karte immer vorweisen. Dann öffnet sich die Zimmertür. Jetzt ist die nächste Frage eben halt. Also wir können jetzt, wenn man die Zimmertür aktiviert, den Kolben aktivieren. Der Kolben schiebt diesen Redstone-Block weg. Damit können wir schon mal theoretisch die Tür öffnen. Aber die Tür soll sich dann auch schließen nach einer Zeit. Das heißt, hier oben baue ich mit den guten alten
Es muss Stone-Blöcken. Also. Folgendes. Job, 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 Job. Zimmertür ist zu. Die Zimmertür soll für einen Moment aufgehen und dann sich wieder schließen. Das ist eine spannende Frage, wie wir das jetzt machen. Eben halt auch, weil der Fahrstuhl hier dran vorbeigeht. Das heißt, wir müssen echt aufpassen, dass wir da keinen Mist machen. Ich baue meinen Fahrstuhl schnell weiter. Den Schacht. Gut. Also, viel Platz haben wir nicht. Wir müssen irgendwie eine Verzögerung hier einbauen. Erst wenn die Verzögerung aktiviert ist, erst dann soll das System wieder zurückgehen. Das heißt, wir brauchen definitiv hier oben einen Kolben. Dieser Kolben soll das also wieder runterpushen. Und da sehen wir auch schon, wie hoch so ein Stockwerk ist. Puh. Und das Ding sollen wir später von unten nochmal reinkriegen. Das wird sportlich. Weil wir müssen das Stockwerk später nochmal nach unten kopieren. Wir wollen ja genau das gleiche Stockwerk nochmal da drunter bauen. Das wird sportlich. Definitiv. So. Man kann die Technik hier noch vereinfachen. Können wir jetzt mit den Kolben... Ah ne, warte mal. Hey, hey. So, ist doch richtig. Die Kolben müssen ja auch noch was unten drücken. Jetzt ist richtig erst. Okay, also, ich denke gerade an einen Kondensator. Nur wie bauen? Ich meine, man könnte auch relativ banal einfach hier so zwei Kolben hinsetzen. Aber das wäre ja nicht das Gelbe vom Ei, wenn ich mal ehrlich bin. Das ist ja wirklich doof. Eine Verzögerung zu bauen. Ich glaube tatsächlich, dass es die einzige Möglichkeit ist, die ich habe, wirklich einen Kondensator zu nehmen. Und sobald der alle ist, na gucken, ob das klappt. Nein, auch wenn das... Schade. Es ändert sich dann doch so wenig, dass er nicht das macht. Aber ich glaube, das ist schon mal eine gute Idee. Haben wir hier schon mal einen Kondensator? Der Kondensator hält kurzzeitig Strom, das solltet ihr wissen. Das ist ein kurzzeitiger Stromspeicher. Und nur, wie geht es dann weiter, wenn der Kondensator leer ist? Oh. Noch ein Problem. Die Tür öffnet sich nicht. Das ist nicht gut. Dann müssen wir hier ein bisschen tricksen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir kriegen das schon hin. Oh, hier Kolben. Und die Kolben öffnen dann die Tür, indem sie diesen Block da hinsetzen. Ja, okay, das geht. So, und trotzdem entlädt sich der Kondensator. Wenn der Kondensator leer ist, soll die Tür wieder zugemacht werden. Eigentlich würdet ihr sagen, ist relativ einfach. Theoretisch können wir es so machen. Und das Problem ist, was ist, ja gut, die Schwierigkeit ist folgende. Seht, wenn jetzt der Kolben aufgeht, dann... Oh. Echt jetzt? Natürlich, das funktioniert so nicht, wie ich es mir überlegt habe. Das wäre zu einfach gewesen. Nein, nein, nein.
Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nicht schlecht, alter Specht. Eine große Schwierigkeit ist wirklich dieser Fahrstuhl. Wenn der nicht hier wäre, könnte ich ein bisschen größer, hatte ich mehr Platz für die Technik. Gut, schauen wir uns das nochmal. Und Scrap an. Also. Und Scratch. Dieser Fahrstuhl. Also die Türen, die schließen sich, wenn am idealsten wäre es, wenn wir hier oben ein Pulssignal haben. Aber ihr seht, wie viel Platz wir brauchen. Na gut, andererseits haben wir auch viel Platz. Mein Gott, dann nehmen wir uns halt den Platz. Aber eleganter ist es, wenn wir nicht mehr höher gehen. Wenn wir nicht noch höher gehen. Wir sind doch schon so hoch. Das wäre eine gute Möglichkeit. Können wir die Türen von so und so öffnen und schließen? Gut, das ist schon mal der richtige Weg. So, das ist wichtig, dass wir es so machen. Das hier ist dann das Keep-Signal. Es ist nicht schlimm, dass sich da die Redstones vereinen. Nee. Noch nicht ganz so richtig. Das wäre gut. Jetzt müssten nur die Lampen hier weg. Und es müsste ein Stromsignal geben, wenn es nach oben ginge. Also das Stromsignal müsste noch einmal invertiert werden. Okay. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Ich bin gerade voll konzentriert, aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, ernst. Und zack und fertig. Das ist doof. Können wir so lösen? Gut. Und damit, das sollte es sein. Prüfen. Also, Kolben geht nach oben, Tür öffnet sich. So, dann geht hier oben gleich das Blinken an. Er sollte jetzt schon blinken. Seht, das blinkt hier oben, versucht nur den Kolben wieder runterzudrücken. Bom. Das ist es, Leute. Die Schaltung hält die Tür für einen Moment offen. So. Und wenn es Überschneidungen gibt, versucht der Kolben die ganze Zeit den anderen runterzudrücken. Deshalb, das Blinken ist ganz, ganz wichtig hier oben. Damit haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier das Licht hier wieder hinkriegen in der Diele. Ansonsten machen wir halt ein Design, wo wir immer mal wieder eine Lampe dazwischen packen. Ich meine, das ginge ja auch. Keiner beschwert sich darüber. Gut, und damit haben wir das Ding schon mal fertiggestellt hier. Können wir hier Lampen in den Boden packen. Die wird man später nicht sehen, wegen des Teppichs, der da drauf kommt. Apropos, lass das mal machen. Ich würde sagen, ein schönes Blau wäre hier angebracht.
Schön. Das gefällt mir doch mal. Dann nehmen wir uns ein Lapis Lazuli. Lapis Balui, pardon, pardon, pardon. Wie man mir ja genau erklärt hat bei Items. Und damit haben wir es geschafft, Leute. Damit haben wir den fertigen Türmechanismus gebaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.